Servus! Na, meine Frau schon wieder. Servus, Geburtstagskind. Ja, leider nur mal geil. Nachträglich sind wir alles Gute. Willkommen im Club und zum Stock. Was? Mit was? Die Jungs gehört, weil du nur so einschneidest. Ja, die Hooligans soll ich wegen. Das Beste wird dann falsch. Ein Hauber auf der Tribüne. Oh, Conny, pass auf. Raffling darfst du, ja. Bist du da? Was ist denn da? Was machen wir da? Geht schon wieder los. Jetzt komm! Fabi! Scheiße! Wir machen ja ein wenig auf, ja. Samstag. Hey. Gut, wenn es Weihnachten ist. Ich muss nicht leisten, alle Toten. Komm, Fabi, komm! Demi! Guck mal, da!
Fabi, geh mit zurück. Ja, am Ende ein 2:2. Ich glaube, anhand der Situation, die ihr gehabt habt, vor Beginn des Spiels, was ich gehört habe, kann man zufrieden sein, oder? Ich denke, wir können da sehr zufrieden sein, ja. Haben einige Spieler gefehlt. Unser Kapitän dort heute heiraten, der zweite Captain ist mit dabei. Entscheidende Stammkräfte haben mir gefallen und ja, das verletzte Spieler und so weiter. Und von dem her nehmen wir den Punkt auf alle Fall gerne mit hier. Die erste Halbzeit, kann man sagen, wart ihr vielleicht sogar die bessere Mannschaft? Hat man so von außen gesehen? Ja, ich sag mal, die spielerische Überlegenheit hat wahrscheinlich Remersdorf gehabt. Aber ich denke, wir haben es ganz geschickt gemacht, haben hinten nicht wirklich viel zwingen, das zulassen. Und mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht vorne einen nachgelegt. Aber ja, gut. Nein, mit der ersten Halbzeit können wir so zufrieden sein. In der zweiten habt ihr dann mal überhaupt nicht, wart ihr noch gar nicht am Platz und habt schon zwei Tore gehabt, oder? Ja, ich denke, die Umstellung, dass der Neukamm dann über außen gekommen ist, der hat sich bei uns ein bisschen bemerkbar gemacht mit seiner Geschwindigkeit. Er hat uns da zweimal auf die Seite überrumpelt und dann ja, ein bisschen Pech auch. Vielleicht springt der Ball beim nächsten Mal ins Aus. Diesmal springen wir zurück und ja, drückt ihn dann über die Linie. Aber das ist halt einmal so. Aber dann sage ich Hut ab und Respekt vor der Truppe, heute am Platz gestanden ist, dass wir nochmal so zurückgekommen sind. Und am Schluss dann auch meiner Meinung nach verdient den Ausgleichstreffer gemacht haben. Und ja, wie gesagt, wir sind, denke ich, sehr zufrieden mit dem Punkt. Ihr seid als Absteiger eigentlich recht gut. Ihr seid zwar jetzt nicht, sage ich mal, im oberen Drittel, aber ihr steht ganz gut da. Wie bist du selber zufrieden damit? Ich sag mal so, wir sind eigentlich immer ziemlich gut mit dabei. Wir kriegen jetzt keine richtige Klatsche, wenn wir mal verlieren. Aber es fehlt immer ein gewisses Etwas, ein bisschen die Abgezocktheit. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das dann im Laufe der Saison noch kommen wird. Und ich bin bestens gestimmt, dass wir auf alle Fälle einen Mittelfeldplatz würden erzielen werden. Und da können wir, denke ich, dann zufrieden sein, wenn wir das schaffen sollten. Alles klar. Alles Gute dafür und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Darf ich einen kurzen Gruß aussehen? Na selbstverständlich. Also einen schönen Gruß an unseren Captain Marc Fabi feiert und seine Frau Vicky natürlich. Habt eine schöne Feier und ja. Alles Gute. Okay, macht's gut. Dankeschön. Ich wünsche euch was, gell? Servus. Ja, was kann man sagen dazu? Kirberspiel? Leider nicht ganz so, wie ihr hofft wahrscheinlich, oder? Ja, das Ergebnis ist natürlich schlecht für uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Sind dann sehr gut aus der zweiten Halbzeit rausgekommen und dann hinten raus ist ein berechtigter Elfmeter, der dann leider, ich denke, am Ende des Tages ein gerechtes 2:2 darstellen lässt. Was war in der ersten Halbzeit? Hast du die vielen Ausfälle gemacht oder was war der Grund? Nee, auf die Ausfälle, der muss nicht schieben. Das, was da am Platz gestanden ist, das sind alles Kreisligaspieler, die wollen alle spielen. Deswegen war das einfach eine schlechte erste Halbzeit. Und was gab es dann in der Kabine, damit das überhaupt so dann, ja, ich sage mal, der Power, der dann in der zweiten Halbzeit plötzlich da war?
Ja, wir haben ein bisschen umgestellt. Wir haben einen zentralen Stürmer nach vorne gestellt, eine Viererkette, und haben es dann entsprechend versucht, schnell den Zielspieler nach vorne zu finden. Hat gerade am Anfang sehr gut geklappt. Dann musst du wahrscheinlich das 3-1 machen. Du hast zwei, drei Chancen. Ja, aber am Ende des Tages, wie schon gesagt, steht ein gerechtes 2-2. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt ja, ja, ich sage mal, die Ambitionen sind ja weiterhin da, die man hat. Wie schaut es jetzt da aus? Ja, das Unentschieden wird uns nicht aus der Bahn werfen. Wir arbeiten weiter, wir haben zweimal die Woche jetzt dann wieder Training, arbeiten das entsprechend auf. Und jetzt gilt es frei nach dem Motto, wie Eichhörnchen, jetzt fangen wir das Punkte sammeln wieder an. Und da starten wir hoffentlich dann nächste Woche Sonntag wieder Ernte. Alles klar. Viel Glück dafür und alles Gute weiterhin. Und danke, dass du da warst. Ja, kein Problem, danke dir. Mach's gut.